Friedrich Ludwig Jahn, Turnvater, 1805 bis 1806, Gronaer Straße 48. Friedrich Ludwig Jahn, ein deutscher Nationalist, der aus voller Überzeugung für die Erhöhung der sportlichen Betätigung der Jugend kämpfte, um sich gegen napoleonische Eingriffe schützen zu können und mit dem Turnplatz 1811 auf der Berliner Hasenheide das erste deutsche Turnen einführte. Der am 11.08.1778 in Lanz bei Lenzen geborene Sohn eines Pfarrers begann, nach einer Zeit des Privatunterrichts bei seinem Vater, 1791 seine schulische Laufbahn im Altmarkschen Gymnasium. Jahn wechselte 1794 die Schule und besuchte das Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin, welches er jedoch 2 Jahre später ohne absolvierten Abschluss verließ. Die folgenden Jahre verliefen ähnlich erfolglos. Nachdem er sich 1796 und unter falschen Voraussetzungen an der Universität in Halle für ein Theologiestudium einschrieb, dieses jedoch wegen mangelhaften Noten und schlechter Führung abbrechen musste, ging er noch in einige andere Universitäten, zum Beispiel in Greifswald, ebenfalls ohne Ergebnis. Trotz aller Niederlagen bekam Jahn 1800 eine Stelle als Hauslehrer am Friedrich-Werderschen Gymnasium angeboten. Er begann sich nun intensiv mit der Geschichte und der deutschen Sprache auseinanderzusetzen und entwickelte allmählich den Wunsch einer Reinheit der deutschen Sprache und eines vereinigten Deutschlands. Mit steigender Entwicklung seiner ideologischen Vorstellungen versuchte sich Jahn als Privatlehrer in verschiedenen Städten wie Jena, in denen er auf Johann Christoph Friedrich Gutsmuths traf, dem er erste Gedanken für das deutsche Turnen verdankt. In den folgenden Jahren wechselte Jahn wieder einige Male seinen Arbeitsort, verfasste währenddessen sein Hauptwerk Das deutsche Volkstum, das nach seiner Erscheinung für Aufruhr sorgte. In seinem Buch zeigt Jahn seine Ablehnung gegenüber der deutschen Kleinstaaterei und der Internationalisierung und verurteilt sämtliche Lehren anderer Sprachen sowie Polen, Juden und Franzosen grundsätzlich. Seine nationalistischen Auffassungen werden in der Bevölkerung teilweise mit Zustimmung, teilweise mit Skepsis und Ablehnung aufgenommen. Zur gleichen Zeit nimmt Jahn an einer Berliner Schule eine Stelle als Hilfslehrer an und widmet sich voll und ganz dem Turnen. Ausgedehnte Wanderungen und ähnliche Exkursionen waren Standardprogramm seines Unterrichts und entwickelten sich allmählich zu einem regelmäßigen Turnunterricht. Dabei beruhten die von Jahn eingeführten sportlichen Aktivitäten nicht nur auf dem Turnen an Geräten, auch Spiele, Schwimmen, Fechten und verschiedene Wanderungen wurden in den Unterricht involviert. Friedrich Ludwig Jahn verlor jedoch seine eigentlichen Ziele, die Vorbereitung auf die Kriege mit Frankreich, nicht aus den Augen. Er verknüpfte die sportliche Ausbildung des Nachwuchses mit seinen politischen Interessen und formte eine patriotische Erziehung zur Vorbereitung auf den Befreiungskrieg. Die napoleonische Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 brachte Jahn seinem Ziel ein Stück näher. Sein Wunsch, die Herstellung eines einheitlichen freien Deutschlands mit einer Verfassung, schien in greifbarer Nähe. Um die Befreiung Deutschlands zu unterstützen, trat Jahn mit seinen Turnern den deutschen Truppen bei. 1816 veröffentlichte Jahn sein Werk Die deutsche Turnkunst mit Ernst Eiselen. Nach den enttäuschenden Ergebnissen des Wiener Kongresses trat Jahn den Burschenschaften bei, da diese ähnliche Ziele verfolgten wie die Turner. Höhepunkt seiner Turnbewegung war die am 18. und 19. Oktober auf der Wartburg stattfindende Bücherverbrennung, mit der sich Jahn Metternich zum Feind machte. Mit der Durchsetzung der Karlsbader Beschlüsse 1819 und der Ermordung des Publizisten August Kotzebue wurde das Turnen offiziell verboten. Kurze Zeit später wurde Jahn verhaftet und verbrachte anschließend 27 Jahre unter strenger polizeilicher Überwachung in Freiburg an der Unstrut. 1842 hob Friedrich Wilhelm IV. Die Turnsperre auf und rehabilitierte Jahn wieder in die Gesellschaft.
1848 wurde Friedrich Ludwig Jahn in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt. Im Gegenzug beendete Jahn seine Beteiligung zum patriotischen Turnen, was seine Beliebtheit beim Volk verringerte. Friedrich Ludwig Jahn starb 1852 und wurde an der ersten deutschen Turnhalle in Freiburg beigesetzt.